an. Oh Gott, okay. Ich dachte, das wäre jetzt eher so ein Ton. Oh, du bist aber debil auf, ne? Ja! Also, das ist irgendwie mit festen Produkten. Man will mich, glaube ich, nötigen, Peel-Off zu benutzen und feste Produkte, wie oft ich die jetzt drin habe. Die. Oh, mei, ist das. Oh, jetzt gehen wir in das Kupfer. Ist, Leute, das haut aber hoch. Oh, ist da. Wow. Kakaobutter, Vanille, Macadamia bei TTZ. Es sind so schöne Produkte da drin. Verwöhne mich. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt und mehr. Ich freue mich. Mein Mann hat nämlich Glück gehabt. Der hat da irgendwie mehr Glück als ich in letzter Zeit. Also, von was rede ich? Ihr habt es ja im Thumbnail gesehen. Die Schön für mich Box. Yeah! Von Rossmann. Er hat sie wieder mal gewonnen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Um des lieben Friedens willen in diesem Haus hat er sie mir überlassen. Keine Ahnung, das stand überhaupt nicht zur Diskussion. Hallo? Ich möchte ihr euch doch zeigen. Und deswegen gibt es heute ausnahmsweise auch direkt mal zwei Videos an einem Tag, weil ich das jetzt vorher überhaupt nicht wusste, dass die heute kommt. Und ich versuche euch ja immer möglichst zeitnah solche Sachen zu zeigen, die schon mal eher ungewöhnlicher sind. Da fällt mir auch gerade ein, ganz, ganz wichtig, bei den Goodie-Box-Boxen, die ich euch gezeigt hatte. Ganz viele haben in den Kommentaren geschrieben, oh, wir haben davon nichts mitbekommen. Bitte, ihr Lieben, natürlich vergesse ich es vielleicht auch schon mal, aber gerade bei solchen Geschichten. Folgt mir bitte auf Instagram und ganz, ganz wichtig, es nützt nichts, wenn ihr nur folgt. Ihr müsst auch bei Benachrichtigungen das anklicken, dass ihr Beiträge und Stories haben wollt. Weil sonst bekommt ihr da nicht Bescheid drüber, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Story das reinsetze, so Goodiebox, Bundles oder was weiß ich, da Schnäppchen, hier Schnäppchen. Ich bin natürlich da jetzt nicht so 100 pro wie jetzt manch anderer Influencer. Ich bin ja eigentlich eher mehr YouTube, aber ich versuche auch auf Instagram wirklich deutlich mehr Präsenz zu zeigen, ob es im Feed ist, ob es in den Stories ist, um euch halt auch die Möglichkeiten zu geben, zu sehen, was hat sich hier auf meinem YouTube-Channel getan, auf meinem Kanal, oder ist für euch das eine oder andere Schnäppchen da, was ihr euch ganz, ganz schnell holen solltet. Ich versuche es wirklich. Manchmal erschwert mein Job es mir im Moment, weil ich da eigentlich nicht ans Handy darf. Man höre auf eigentlich. Ja, ich bin da manchmal wie so ein Teenager auf Toilette. Still irgendwas setze bei Instagram. Oh Gott, ich hoffe, das hört jetzt keine von meinen Arbeitskolleginnen. Aber ich glaube, das hat sich da noch gar nicht so rumgesprochen, dass ich YouTube mache. Also, ihr Lieben, wir gucken in die Box rein, weil das interessiert euch jetzt viel mehr als mein Gelabere von der Arbeit. Ist mir klar. Wunderschönes Royal Blau diesmal. So, und wir öffnen gemeinsam. Also, ich habe noch nicht reingeguckt. Zeit, dich zu verwöhnen mit vielen Pflegeprodukten, Tipps zum Entspannen. Das ist das normale Heftchen, wo man schon mal so reinschauen kann, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sich das auf die Produkte als solches bezieht. Das werden wir gleich sehen. Achso, für diejenigen, die das noch gar nicht wissen, wie kommt man überhaupt an diese Box? Soll es ja tatsächlich noch geben, Leute, die das nicht wissen. Also, bei Rossmann könnt ihr einmal im Monat, den ersten und Dienstag und Mittwoch im Monat, gibt es auf der Rossmann-Seite ein Gewinnspiel. Das hat sich geändert. Früher lief das über Facebook. Jetzt inzwischen hat jeder die Chance, auch bei Rossmann, auf die Seite zu gehen. Da müsst ihr drei Gewinnfragen beantworten. Wenn die richtig sind und ihr euch halt mit eurem Account dort angemeldet habt, habt ihr die Chance, einen Code zu gewinnen. Dieser wiederum kann eingesetzt werden online und dann könnt ihr für 5 Euro diese Box erwerben. Und Leute, die rentiert sich immer. Das sind mega Boxen. Und was freue ich mich, dass mein Mann die jetzt im Dezember bekommen hat, weil man hat ja so Dezember schon ein bisschen die Hoffnung, dass was Besseres drin ist. So, Heftchen gucken wir jetzt, glaube ich, aber nicht sofort rein. Lege ich erstmal beiseite, wir gucken gleich. Wir öffnen gemeinsam das Schleifchen. Ja gut, da finde ich Passlieder nicht, ne? Da hätten sie eigentlich durchziehen können. Aber gut. Oh, ist auch ein bisschen kaputt hier unten schon, aber ist egal. Wir gucken trotzdem jetzt Klebi, machen wir gemeinsam auf. Sieht gerade, glaube ich, schon mehr als ich und sieht gut aus. Ja, zumindest voll gefüllt, ne? So, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich bin so gespannt.
Also meistens sind es auch so zwischen 11 und 13 Produkte, weil meistens sind hier die Produkte abgebildet und dann sind doch immer noch zwei mehr. Also offiziell sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann gucken wir mal. Also, was ich schon ganz, ganz süß finde, ich habe die auch schon in einem Vlog gesehen, von Isana. Ist die nicht bezaubernd, diese Owl, die Eulenmaske, diese Schneeeule, die ist doch so wunderschön. Oh, you look great. Intensiv feuchtigkeitsspendend Mandel- und Blaubeerextrakt. Logischerweise Limited Edition. So süß. Ganz ehrlich, die will man doch nicht aufmachen, oder? Die ist doch bis 5,24 haltbar. Ich glaube, Schneeeule wird noch eine Weile bei mir in meinem Besitz bleiben. Du bist aber eine Peel-Off, ne? Ja! Sie ist eine Peel-Off. Also das ist irgendwie mit festen Produkten. Man will mich, glaube ich, nötigen, Peel-Off zu benutzen und feste Produkte, wie oft ich die jetzt drin habe. Also, ich zeige sie euch gleich. Die ist bezaubernd süß. Regulierende Peel-Off-Maske, Snowy Twinkle Night, glatte Haut, strahlender Ton gegen Hautunreinheiten und Christmas-Look. Colloidal Silver. Leute, die ist so süß, die ist so cute. Guck mal. Auch da sage ich, die möchte man doch noch gar nicht anbrechen, oder? Die ist doch echt süß. Ja, Preise stehen übrigens keine dabei, deswegen blende ich sie euch jetzt auch nicht ein. Dann habe ich hier von Q plus A, also Q&A vielleicht, Hyaluronsäure Gesichtsserum. Sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Was haben wir denn an Informationen? Beziehungsweise fällt mir gerade ein, ich bin ja auch blöd, ne? Ich hätte ja euch erstmal die Informationen zu der Tuchmaske vorlesen sollen, ne? Entschuldigt. Die bunt bedruckte Tuchmaske mit Blaubeerextrakt und Hyaluron spendet intensive Feuchtigkeit und hilft der Haut, die Balance zu finden für einen kleinen Spa-Moment zwischendurch. Und bei dem steht dabei, die regulierende Peel-Off-Maske Snowy Twinkle Night bekämpft effektiv Bakterien, die für die Entstehung neuer Unreinheiten verantwortlich sind. Die Haut wird gründlich gereinigt und wirkt nach der Anwendung wesentlich ebenmäßiger sowie weicher für einen natürlich strahlenden Ton. So, und jetzt sind wir bei Q&A. Das sind 30 Milliliter. Das Serum mit Hyaluronsäure hilft mit seinen feuchtigkeitsbindenden Inhaltsstoffen ein glatter und gesünder aussehendes Hautbild zu erzielen. Es versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und stärkt sie gegenüber äußeren Einflüssen. Ein Blick auf die Checkliste am Produkt verrät dir, ob deine Hautbedürfnisse erfüllt werden. Das ist ja auch interessant gemacht, seht ihr? Das ist das, was die jetzt hier meinen. Da steht dann also Wirkung Anti-Age, beruhigend, porenminimierend ist offen, straffend ist ein Häkchen, feuchtigkeitsspendend, aufpolsternd, Hauttyp fettig, gestresst, trocken, sensibel, normal, Mischhaut. Wie und wann anzuwenden? Wir haben eine Checkliste. Ich versuche trotzdem, wenn ich irgendwas rausfinde mit Preisen, blende ich es euch ein. So, dann haben wir hier eine ganz große Flasche, die ich schon feiere, auch wenn ich noch gar nicht weiß, ob sie was taugt. Und zwar Cantu Shea Butter Hydration Leave-In Conditioning Mist. Das finde ich mega, außer dass die total klebt. Ich hoffe, da ist nichts ausgelaufen. Die schaut also so aus und ich mag diese Leave-In-Geschichten. Ich bin da echt faul, ich gebe es ehrlich zu. Wenn ich da erst nochmal 15, 20 Minuten irgendeine Kur einwirken lassen muss. Bluh. So, hergestellt mit reiner Shea Butter, die Feuchtigkeit spendet und das geschädigte Haar kräftiger, gesünder macht. Dabei reduziert es Haarbruch und verleiht einen natürlichen Glanz. Für ein optimales Ergebnis einfach in das feuchte Haar sprühen und nicht ausspülen. Anschließend wie gewohnt frisieren und stylen. So, wird sofort ausprobiert. Der Duft ist gut, aber wie gesagt, irgendwas klebt hier. Ich hoffe, da ist nicht irgendwas anderes ausgelaufen. Spendet sofort Feuchtigkeit, verleiht Glanz, entwirrt samt Schutz vor Frizz und Flyaways. Habe ich auch noch nicht gehört. Flyaways, das ist wahrscheinlich das, was ich da oben habe. Was man immer so als Babyhärchen bezeichnet. Ne? Okay, jetzt steht hier eigentlich aufs feuchte Haar. So, boah, wir machen es jetzt hier im Trockenen. Ihr wollt doch auch den Nebel sehen, ne? Es riecht toll. Klebt? Nö. Scheint auch nicht zu kleben. Und wirklich ein schöner Duft. Aber trotzdem klebt irgendwas.
Ich freue mich, ich sehe gerade was, ich habe gerade was entdeckt. So, also deswegen freue ich mich nicht so, aber das ist auch toll. Und zwar, hallo Verwöhnzeit, Creme Dusche, Kakaobutter, Vanille, Macadamia bei TTZept. Es sind so schöne Produkte da drin. Verwöhne mich. Ja, gerne. Die neue Creme Dusche Hallo Verwöhnzeit sorgt für cremige Duschmomente mit dem verführerischen Duft von Macadamia, Vanille und Kakaobutter. Dein Partner in Crime für echtes Home-Spa-Feeling. Also irgendwie, die deutsche Sprache wird immer mehr mit Englisch. Die ist Denglisch, oder? Frei von Paraffinen, Silikon, Mineralöl, Mikroplastik, vegan, 55% Recyclingmaterial und total süß von der Aufmachung her vom Package. Muss ja jetzt mal gucken, eigentlich brauche ich ja irgendwie wieder mal was für meinen Mann, ne? Also ich hatte dem jetzt letztens hier so Rose-Dusche hingestellt, weil ich habe euch ja mal gesagt, ich habe so viel an Duschgel, Bodylotion, Shampoo, was weiß ich was. Ich brauche wirklich nichts mehr in irgendwelchen Tauschpaketen. Ja, und auf jeden Fall... Irgendwann denke ich so, warum fragt er mich denn ständig, ob ich nicht ein anderes Duschgel habe? Es steht doch da, ja, Leute, irgendwann ist es mir eingefallen, ein Mann will nicht eine Rose riechen, oder? Aber ich hoffe nach Kakao, Butter, Vanille und Macadamia. Kann ich auch, ich muss riechen. Oh, Leute, der ist gut. Oh, das ist ein schöner Duft. Und intensive Feuchtigkeit. Der ist wirklich jetzt lecker. So, und da habe ich... Die habe ich mal geschenkt bekommen in einem Zuschauerpaket. Und zwar Kokos-Limettenduft-Badeherzen. Die sind richtig, richtig süß. Die stehen aber mit hier drin. Also ich habe noch abgebildet Badeherzen mit Blüten. Ich habe eindeutig anderes. Ich habe die Badeherzen mit Kokos- und Limettenduft. Aber der riecht wunderbar. Sehr schön. Die benutze ich fast übrigens gar nicht. Ich habe die so am Badewannenrand liegen. Und herrlicher Duft. So. Und dann, ach, ist das niedlich, klein, Juicy Color Lipstick, Rival Loves Me. Klein, aber fein, sag ich nur. Und das ist jetzt nämlich auch wieder einer der Produkte, die nämlich nicht drin sind in dem Flyer. Das ist das, was ich eben meinte. Ich habe bisher immer regelmäßig andere Sachen damit bei gehabt. So, und der wird auch direkt ausprobiert, weil ich habe auch pink an. Oh Gott, okay. Ich dachte, das wäre jetzt eher so ein Ton, ja? Es ist aber so ein richtig knatschi pinki Ton. Also eigentlich bin ich dafür ja ein bisschen zu alt. Aber weißt du, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ja, okay, das ist jetzt bei mir ein schlechtes Beispiel. Im Moment fühle ich mich wie 80. Leute, wir schminken uns ohne Spiegel. Ah, ich bin abgerückt. Ich sehe das jetzt tatsächlich. Moment, ich brauche einen Spiegel. Manche Dinge gehen halt nicht ohne. Nee, also ganz ehrlich, das ist nicht so eine Farbe, die mir eigentlich steht. Die macht unheimlich Falten. Also so pur. Also sie macht die Zähne aber nicht gelb. Also das ist schon mal gut. Ja, ja, ihr kennt mich. Ich putze das immer ab. Mein Spleen, ihr wisst. So, da muss ich mir aber auf jeden Fall, ich muss mal eben, ich verschwinde mal eben. Na, wo ist es? Da, mein Stiefel. So, den machen wir da jetzt noch drüber. Weil, das ist eine tolle Farbe, aber ganz ehrlich, es passt toll zu meinem Oberteil, aber es passt nicht zu mir. Weil so... Da sieht man, dass ich in letzter Zeit das ein bisschen vernachlässigt habe mit dem Lippenpeeling. Ne? Man sieht dann, dass ich stärkere Fältchen habe. Also nicht die Plissé-Fältchen, sondern ich meine die Lippenfältchen. Ist übrigens nämlich auch ein Tipp für jemanden, der das nicht weiß. Wenn ihr wirklich regelmäßig Lippenpeeling macht, dann ist das hier auch nicht so ausgeprägt. So. Also, ein schönes Produkt. So sieht es nicht aus, oder? Mal gucken, was ihr mir schreibt. So, dann, das ist klasse. Und zwar White and Gloss für sofort weiße aussehende Zähne und strahlenden Glanz mit optischen Verstärkern und Pro-Scheinkomplex. Das finde ich super. Klinisch bewiesen an 53 Testpersonen. Gut, das ist auch nicht die Welt. Sorge für den perfekten Auftritt auf deiner Silvesterfeier. Die einzigartige Formulierung kombiniert ein hochentwickeltes Whitening-System, das die Zähne sofort weißer erscheinen lässt.
Der innovative Pro-Shine-Komplex sorgt für strahlenden Glanz und bis zu 2 Stufen weißere Zähne in einer Woche. Ich glaube, das ist auch nicht mehr wie früher. Früher wurde da immer vorgewarnt, dass man das wohl nicht benutzen darf. Das hat sich, glaube ich, schon längst geändert. So, dann wunderbar, wo ich mich riesig drüber freue. Duftprobe und es riecht toll. Und zwar von Domol Raumduft Apple and Cinnamon. Limited Edition. Das Geheimnis der Düfte liegt in den Emotionen, die sie in uns wecken. Der Duft von winterlichen Apfel und mit Akkorden von Pflaume, Vanille und Zimt entführt dich in eine gemütliche und einladende Atmosphäre. Das stimmt. Obwohl, ich habe schon teuer und günstig ausprobiert. Ich finde immer irgendwie, der Duft ist rucki-zucki-puff. Ich glaube, das funktioniert nur in einem wirklich kleinen Raum. Aber es duftet wirklich gut. Mann, ist das eine schöne Box. Ich freue mich. Und dann total putzig ein Lidschattenpinsel for your beauty. We love nature. Der ist doch wohl richtig toll. Sehr schön. Ich will den aber jetzt nicht auspacken, weil den werde ich verschenken. Das ist übrigens auch wieder eins der beiden Produkte, die nicht im Flyer sind. Das sind die beiden Produkte. Ich habe es eben noch erzählt. So, jetzt kommen wir zum vorletzten Produkt. Und zwar von Oyes, wenn man das so ausspricht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hallo, ich bin Superfruits mit Bio-Granatapfelkernöl, die Lippenpflege. Was steht denn dazu? 100% natürlicher Lippenbalsam mit Bio-Granatapfelkernöl und fruchtigem, süßen Geschmack. Pflegt die Lippen samtweich mit Bio-Sheabutter und Bio-Jojobaöl. Ohne Tierversuche, ohne Mineralöle, ohne Mikroplastik und mit nachhaltiger Verpackung made in Germany. Sehr, sehr toll. Noch nie was von gehört. Das ist Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Sag oh yes zu natürlich schönen Lippen. So, und das letzte Produkt, und das ist, wo ich eben schon so geschrien habe. So, yeah, ich freue mich. Wobei ich mich gerade frage, warum die denn so versaut aussieht. Okay, sehr zerkratzt. Okay, naja gut, aber sie wird ja wohl nicht benutzt sein. Und zwar von Reva Loves Me, die Megator-Palette. Ein echter Allrounder mit 8 Farben. Von Highlighter, Blush bis hin zum Contouring-Powder. In der Megator-Palette sind alle Puderfarben für das professionelle Highlighten und Betonen der Gesichtsform enthalten. Das finde ich wieder klasse. Machen wir mal eben auf. Ich habe einen... ist eigentlich ein Brieföffner, aber ist der nicht cool? Hat mein Mann mir letztens mit nach Hause gebracht. Hat der von irgendwo mitgebracht. Ich weiß nicht wo. Hat er, keine Ahnung. Modernes Trinkgeld? Ich habe keine Ahnung. Soll mir auch egal sein, das ist super. Und er hat es mir mitgebracht. Hey. So. Ich dachte, kannst du mir direkt da lassen. Ich brauche das so oft hier, dass ich irgendwas aufmachen muss und dann suche ich immer nach der Schere. So. Aber das ist ein guter Klebi jetzt gerade hier. So, jetzt haben wir es. Contouring Powder, Highlighter und Blush. Die Megatoppe ist... Das, was ich gerade vorgelesen habe, habt ihr da jetzt auch noch mal abgebildet, wo was hin sollte. Na? Jetzt. Ja, ich werde die swatchen. Weil ich glaube, ich möchte wissen, wie die funktioniert. Hände sind ja eh desinfiziert. Oh, die ist gut. Guckt euch das mal an. Jetzt gehen wir unten in das Rosa. Oh, auch die. Oh. Mei, ist das... Oh, jetzt gehen wir in das Kupfer. Ist, Leute, das haut aber hoch. Oh, ist da... Wow. Jetzt nehmen wir noch hier das Goldglitzer. Auch wenn man mir ja immer sagt, du musst die matten Farben ausprobieren. Okay, komm, wir nehmen noch ein paar matte. Habe ich noch einen Finger frei? Ja, 5. Braun, was meint ihr? Sollen wir braun mal nehmen? Oder das Gelb? Nee, wir nehmen das Braun. Wir wollen ja wissen, ne? Kontur... wie das wäre. Ja, definitiv. Ja, jetzt bin ich schon eigentlich zu dolle schon geschminkt, sehe ich gerade. Aber wir können mal gucken. Ja. Man muss ja direkt getestet haben, ne? Ja, irgendwie funktioniert super, die Haarspray. So, wir gucken mal.
Ja, wenn ihr so drüber geht, dann verliert ihr schon sehr viel, aber gut. Ja, gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann gehen wir jetzt, wie gesagt, in den. Seht ihr das? Also der ist schon sehr, ne, der verliert sehr viel Puder, aber gut. Ja, aber tolle Farben. Ja. Doch, kann man gut benutzen. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt nicht den richtigen Lighting, aber wir machen es eben mal. Ich duck da jetzt mal nur eben kurz rein, weil das nicht der richtige Pinsel ist. Ich will ja nur wissen, wie es performt. Ja, mega. So, immer so einen kleinen dunklen Strich unten machen, ne, für so Leute wie mich mit Doppelkinn. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Leute, mega tolle Box. Ich freue mich. Ja, jetzt muss ich mir ja irgendwas für meinen Mann einfallen lassen, ne? Ist ja schon was mega, was der mir da jetzt schenkt. Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk? Och, ich kriege ja eh nichts zu Weihnachten von dem. Ich freue mich. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch hat sie auch gewonnen. Weil beim letzten Mal war ich so überrascht. Wir haben so viele geschrieben. Ich habe auch, ich habe auch, ich habe auch. Wo ich gedacht habe, es gibt doch nur 5000 Stück. Das hört sich erstmal viel an. Aber es ist ehrlich gesagt nicht viel. Ne? Wir sind ja nicht ein paar wenige hier in Deutschland. So, und da habe ich dann schon gedacht, hammermäßig, so viele meiner Abonnenten haben die gewonnen. Die haben mich tierisch für euch gefreut. Hoffe, es ist diesmal auch wieder so und ihr seid auch so happy mit der Box. So, und merkt euch, Januar, nächste Runde. Macht mit. Tschüss.